Gearbeitet wird im Wald das ganze Jahr. Besonders viele Bäume werden aber jetzt im Winter gefällt, wenn der Boden gefroren und das Risiko von Borkenkäfervermehrung sehr gering ist. Jeder Forstarbeiter bemüht sich, den Baum in die Richtung zu fällen, in der er keinen Schaden anrichten kann. Das funktioniert meist problemlos, aber leider nicht immer. Ehe man sich versieht, hängt der Baum in einer Freileitung, ein Seil ist gerissen, die übrigen blockiert. Für die umliegenden Häuser bedeutet das Stromausfall. Für die schnelle Truppe der Salzburg Netz GmbH Einsatz. Wir sind informiert worden von unserer Leitstelle aus und sollten jetzt das Problem so schnell wie möglich beheben. Es sind ein paar Haushalte finster und jetzt bin ich mit meiner dreimonatigen Partie hergekommen und probiere jetzt so schnell wie möglich zum Aufflicken wieder die Seile. Denn die Kundinnen und Kunden wollen schließlich schnell wieder Strom. Doch bis der wieder fließt, gibt es viel zu tun. Also als erstes holen wir uns vom Lastverteiler die VE, dass die Leitung praktisch frei ist und gegen Wiedereinschalten sichert ist. Nachher fangen wir an, unsere Sichterne hängen, also links und rechts vor der Störstelle. Dann können wir zum Arbeiten anfangen, sprich im Baum rausschneiden und die Seile wieder in die Höhe bringen. Als erstes muss die Leitung gesichert werden, denn sollte plötzlich wieder Strom auftauchen, wäre das fatal. Jetzt geht es zum nächsten Schritt. Der Baum muss aus der Leitung. Das ist aber schwieriger als gedacht, denn die dichten Äste haben sich in den beiden verbleibenden Leitungen verfangen. Aber die Profis haben Tricks auf Lager und bekommen die Fichte doch heraus. Es war ein ziemlicher Kraftakt für unsere Mitarbeiter, dass wir da den Baum rausgebracht haben. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir das Seil noch in die Höhe bringen und nachher die Sicherheitsmaßnahmen aufkommen und können wir wieder einschalten. Dafür müssen zwei Männer hoch hinaus. Zu zweit geht es auf den Masten, denn hier muss die gerissene Leitung wieder repariert werden. Dafür pressen sie eine Muffe auf die gerissenen Enden. Diese hält jetzt die Verbindung wieder stabil zusammen. Jetzt müssen wir noch rauffahren mit dem Quad und oben die Erdung raus. Da nachher gehen wir die Verfügung retour und können die Leitung wieder einschalten. Jetzt heißt es noch feinsäuberlich zusammenräumen, denn irgendwo fällt der nächste Baum in eine Freileitung. Vielleicht durch eine Motorsäge, einen Sturm oder doch vielleicht Schneebruch. Die Einsatztruppe der Salzburg Netz GmbH ist auf jeden Fall rund um die Uhr bereit.